Jo. Jo. Also ich werde nicht sofort hier irgendeinen riesen Sprung sehen, aber ein paar Rotschips würde ich schon mal ganz gerne sehen, ne? Ja, da war kurz einer. Ganz kurz war da einer. Die blauen Chips kommen zu mir geflogen. Ja, sehr gut. Also den Reaktor können wir halt nicht bauen, weil die Alien-Artefakte fehlen, aber können wir irgendwas anderes Tolles bauen mit dem ganzen Zeug? Wir können die Batterien bauen. Die könnten helfen. Bauen wir bitte eine MK2-Batterie. Ihr seid alles nur normale Schilde? Nimm mal kurz alle raus. Ja, da ist unser MK2-Schild. Gut. Du kannst auch raus. Ich will nur MK2-Zeug da haben. Oh, Granaten sind fertig. Ab in den Wald. Hier ist ein Wald. So, Inventar, Granat. Was? Oh. Die gehen vom Inventar aus. Das heißt, ich schieß rum. So. Wow, Aliens, wow. Und dann mache ich. Genau so. Ich hätte mir ein größeres Wäldchen suchen sollen. Oder einfach ins Meer klicken. Aber ich wollte die Panik simulieren. Das habe ich ganz gut geschafft. Also, man kann schießen. Was übrigens auch mit Leertaste geht. Was ja auch ganz praktisch ist. Also man kann einfach durchgehend schießen und das hier auf dem Cursor haben und dann einfach rumwerfen. Das finde ich sehr gut. Das finde ich richtig gut. Und ich hoffe mal, die Raketen funktionieren dann ähnlich. Das heißt, damit können wir, also wir schießen dann fast nur auf die Biter und mit den Granaten und Raketen schießen wir auf die Spawner und die Würmer. Boah, sehr gut. So, Batterien werden hergestellt. Stell bitte noch eine her. Und danach dann die Schilde. Also, die Leiste unten ist mit einer Weile ausgelastet. Wir wollten eigentlich Aliens töten gehen, aber das ist jetzt kurzfristig aufgehoben, bis wir das mit dem Grid hier hinbekommen haben, dass alles richtig einsortiert ist. Dann gehe ich jetzt mal zu der Schrottkiste. Also zu der Kiste, wo privates Zeug ist, das nicht im System ist. Und müll ein bisschen mein Inventar aus und dann gucken wir weiter. Die war hier hinten irgendwo. Boah, überall Rohre und Gabel und alles im Weg. Will doch nur zu meiner Ramschkiste. Darum, da. So, Modular Armor brauchen wir nicht, weil wir die Power Armor haben. Das Zugzeug kann drin bleiben, ja. Flammenwerfer kann weg. Flammenwerfermunition kann weg. Kugelmunition kann weg. Submachine Gun kann weg. So. Schon besser. Batterie MK2. Batterie MK2. Batterie MK2. Die Dinger. Ja, ich weiß nicht. Essen bin ich gespannt, ob die Batterien, die Solarzellen es schaffen, die Batterien einmal am Tag aufzufüllen, wenn sie komplett leer wären. Das bezweifle ich irgendwie. Und dann noch ein MK2-Schild hinten dran. Sonst könnte ich das Ganze, also so lange, bis wir einen Fusionsreaktor haben, so ausbauen, dass ich jetzt 4, 5 Tage lang die MK2-Batterien auflade und dann einmal losgehe, irgendwas töte. Dabei kriege ich richtig gut einen auf den Deckel, unsere Batterie ist alle. Dann müssen wir uns wieder 4, 5 Tage lang aufladen. Es hat auch was irgendwie. So als kriegsmüder Held, der nach Hause kommt und sich erstmal kurieren muss. Und wir haben fast keine blauen Chips mehr. Oh, apropos Chips. 300 grüne Chips im System. Sehr schön. Ich hätte gerne die rote Chipfabrik. Da, und die da würde ich jetzt auch noch gerne ersetzen. So, mehr rote Chips. Haben wir jetzt auch rote Chips im System? Ja, minus 2. Durchgehend rumgeflogen werden. Wegen blauen Tränken. Ah, aber sehr gut. Weil ich glaube, blaue Tränke sind momentan der Grund, warum die Forschung so stockt. Genau. Alles andere ist vorhanden. Sogar teilweise lila Tränke. Aber halt kein Blau. Gut, also Forschung geht schneller. Und blaue Chipproduktion wird schneller. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch mehr rote Chipfabriken. Oh, und Roboterproduktion. Jungs, Roboter.
Oh, ich wollte gerade sagen, hört mal auf, Roboter herzustellen, aber die sind alle ausgelastet. Das ist nicht so schön. Ja gut, Skynet, dann bauen wir weiter. Da erinnern wir aus Robotern, wir brauchen sie halt. Und ich guck mal, staut sich das hier inzwischen? Ja, gut, wird nichts mehr angeliefert. Ja, doch, komischerweise arbeitet das Ding immer noch. Außerdem müsste keinen Platz haben zum Ablegen. Ja, okay, ist also auch bald fertig. So viel zu tun, so viel zu beachten. Raketen sind gleich fertig, dann will ich die Raketen bauen. Was brauchen wir für die Raketen? 5 Explosives und eine Rocket. Kann ich die Rockets jetzt schon bauen? Oh, ja kann ich. Ich brauche Explosives. Wo kriege ich Explosives? Da. Oh, wird in einer Dingensfabrik gebaut. Chemical Plant. Braucht Wasser, Kohle und Schwefel. Ah. Habe ich davon noch eine rumfliegen? Nö. Dann bau bitte eine Chemical Plant. Dann klaue ich mir hier oben irgendwo Wasser. Irgendwo Wasser. Hier zum Beispiel. Bau dich hier hin. Ich habe keine normalen Rohre. Ne? Kommst du kurz weg? Wirst hier wieder aufgebaut. So. Du stellst bitte Explosives her. Brauchst dafür noch Schwefel und Kohle. Das heißt, du brauchst 2 Requester Chests. 1, 2. 1, 2. Ärmchen. Oh, mehr Raketen. Explosive Rocket. Rocket Shooting Speed. Rocket Damage. Oh, das ist ganz schön teuer. Ja, nee, das erstmal nicht. Dich erstmal auch nicht. Combat Robot Damage. Kostet nur grün und rot. Ja, mach mal. So, Ärmchen, Ärmchen. Strom. Da. Du hättest gerne Kohle. 100 Stück. Du hättest gerne Schwefel. Das hatten wir bisher auch nicht so häufig in Kisten, ne? Schwefel. 100. Und das, was du herstellst, kommt denn bitte auch in eine passive Kiste. Ich will nicht irgendwann 1000 Explosives in meinem System rumliegen haben. Das fände ich nicht so toll. Da, wo ich auch mit einem langsamen Ärmchen... Eigentlich können das alles langsame Ärmchen sein, wegen weniger Strom. So. Und der einzige Abnehmer dafür werde ich sein... Ich brauche mehr Logistik-Slots. Definitiv. Ja, wir machen das dann einfach mal bis da voll. Und dann gucken wir weiter. Du. Oh, ich brauche einen Rocket Launcher dafür. Okay, also die kann ich nicht einfach so von Hand werfen. Das ist schade. Aber der Rocket Launcher klingt dann echt praktisch. Davon baue ich mal einen. Ist denn zwar tierisch teuer, damit rumzulaufen und umherzuballern, aber muss dann halt ein bisschen vorsichtiger sein. Das heißt, man sucht sich wirklich beim Angreifen schon die Ziele dafür aus, schießt erst mit dem Rocket Launcher die Spawner weg oder die Würmer oder was auch immer und wechselt dann auf die Schrotflinte. Ja, okay. Du, dahin will ich jetzt... Du, komm mit. Ich hätte gern... 6 Rockets. Und dann suche ich mir ein Wäldchen. Welche Taste nochmal? Hätte ja, Warum macht er das nicht? Ah. Jetzt geht's, okay. Wäldchen? Na? Gucken wir mal. Okay, ich will so eine Explosive Rocket haben. Weil die normalen Rockets sind ganz schön mau. Also gegen Single Target, also große Würmer oder so, bestimmt toll, aber
Ich wollte den halben Wald wegsprengen mit einem Schuss. So. Kommen alle da raus, kommen alle rein. Denn so ein Explosive Rocket. Dahin, da weg. So. Jetzt aber. Definitiv mehr Umgebungsschaden. Aber es hat nicht mal geschafft, alle Bäume zu töten. Ich bezweifle da irgendwie stark, dass es dann schaffen würde, alle Spawner auf einmal zu töten. Aber eventuell kann man das spammen. Habe ich jetzt nicht die Ressourcen für? Aber wenn wir sie mal haben sollten und wir dann in eine Alien-Basis reinlaufen und einfach durchgehen, C machen, dann müsste da alles recht schnell weg sein. Oh, und ich habe auch nicht getestet, was für eine Reichweite das hat. Weil die Schrotflintenreichweite ist ja doch ziemlich begrenzt. Das heißt, man könnte eventuell aus der Entfernung die Raketen schießen, die Spawner ausschalten und dann erst aufräumen im Nachhinein. Ah, haben wir noch gut was rumzuprobieren. Sehr gut. Du kommst mit. Wir hätten gerne erstmal mehr Rockets. Können wir uns später umentscheiden, welche von den beiden wir benutzen wollen. So, was fehlt noch? Wir hatten neues Spielzeug. Batterie MK2. Shield MK2. Shield Capacity 300 inzwischen. Die Solarzellen werden absolut nicht hinterherkommen. Aber gut. So, wir haben es jetzt Nacht. Und wir haben es bald Zeit für ein Käffchen für mich. Das heißt, nächste Folge ziehen wir los und versuchen 30 Alien-Artefakte zusammenzubekommen. Damit wir dann genug Alien-Artefakte haben für den Reaktor. Ja, grüne Chips haben wir nicht mehr so viel im System, weil die roten Chips hergestellt werden. Das ist soweit okay. Du. Ich hätte gerne irgendwas, was keine grünen braucht. Ja, keine hellblauen. Das ist unrealistischer. Bullet Shooting Speed, ja, nee. Basic Beacon. Damit habe ich auch nicht auseinandergesetzt. Also Beacons sollen in der Lage sein, den Effekt von Modulen auf umliegende Gebäude zu übertragen. Ich glaube, das gucke ich mir mal an. Research. Dann könnte man ein so ein Beacon mitten in unsere Fabrik reinsetzen und je nachdem, was für eine Reichweite man hat, dann alle Boosts in das Beacon reinpacken. Was wird da nach oben gebracht? Holz. Warum? Achso, weil da eine Storage Chest ist, die frei ist. Gut. Ja, was ich gerade sagen wollte. Wenn die Batterie voll ist und wir einen neuen Tag haben, versuche ich daran zu denken, loszuziehen und kleinere Alienbasen zu zerstören für 30 Alien-Artefakte. Dann warten wir, bis wir genug blaue Chips haben, bauen dann den Reaktor und mit dem Reaktor müssten wir genug Energie produzieren, um eventuell sogar die Schilde gegen zu regenerieren. Also wenn jetzt irgend so ein Beißer auf uns einschlägt, na, es wird jetzt schon Tag. Wenn irgendein Beißer auf uns einschlägt, dass das Schild sich schneller regeneriert, als er Schaden machen kann. Das wäre super. Aber ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Ah, gut. Auto. Auto. Das fehlt mir jetzt. Nein. Hatte ich nicht vor kurzem erst extra Engines geholt? Ich wage mich dazu erinnern. Entweder das oder ich hatte es vor. Also, lauf, 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 Tageslicht brennt und so. Da. Gib mir bitte ein Stack Engines. Bau mir bitte zwei Autos. Haben wir Brennstoff dabei? Ja, haben wir. Wir haben 16 Munition noch, da kannst du ein bisschen was herstellen. Und noch was ich von diesen Kugeln. So. Also, jetzt aber. Ein kleiner Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und dann versuche ich, kleinere Basen zu zerstören für die Alien-Artefakte. Also bis gleich.